wir schaffen das. Wir müssen es schaffen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Stellen Sie sich erstmal vor, dass wir das schaffen werden und dann kann man das auch schaffen und das können wir auch mit mir schaffen wollen. Stellen Sie sich mal vor, wir schaffen es nicht, dass man das schafft. Das hat ich denke, das reicht erstmal. Also das war ungefähr vor einem Jahr, also im Herbst 2015, eine zuversichtliche, gut geschminkte Kanzlerin, die ganz sicher ist, diese Flüchtlingskrise zu bewältigen. Das ist also schon fast ein Jahr später, Ende Juli 2016, wo sie langsam gezwungen wurde, ihr penetrantes Wir schaffen das, diese Migrationskrise zu bewältigen, zu rechtfertigen. Vor 11 Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Also auch ein Jahr später, nach all diesen Desastern, Silvester, den Silvesterübergriffen in Köln, also immer noch unbelehrbar, zeigt kaum Wirkung, will ihre Flüchtlingspolitik auf keinen Fall ändern. Was ist mit der Frau los? Nehmen wir uns mal ihr letztes Statement vor vom 5.9.2016 nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Also da sieht man doch schon, dass sie erheblich Wirkung zeigt. Wenn ich mir das mal hier anschaue, dieses Bild, da ist sie gerade in China. Und hören wir mal kurz zu. Was die von Ihnen angesprochene Entscheidung anbelangt, sage ich das, was ich immer sage zu dem gegebenen Zeitpunkt, aber der Ausgang der Landtagswahl, es steht für sich und natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Also die Frau ist ganz einfach unbelehrbar, ja. Obwohl sich ihre ganze Politik als ein einziges Desaster erweist, weigert sie sich an dieser Politik irgendwas zu ändern. Da fragt man sich doch, was ist eigentlich mit der Frau los? Ja? Und schauen wir uns dazu noch ein anderes Video an. Und zwar von dem Kanal Kulturstudio, dem ein Papier der EU untergekommen ist. Dort heißt es, die Europäische Kommission schlägt heute einen EU-Neuansiedlungsrahmen vor. Damit soll die gemeinsame europäische Neuansiedlungspolitik festgelegt werden, die gewährleistet, dass Personen, die internationalen Schutz benötigen, geordnet und sichere Wege nach Europa zur Verfügung stehen. Also Moment mal, Frau Merkel, ich habe jetzt immer was von Flüchtlingen, Hilfsbedürftigen, Menschen gehört, die also aus Kriegsgebieten fliehen und hier Schutz suchen. Neuerdings haben sie sich, glaube ich, sogar dazu bekannt, dass sie auch wieder nach dem Ende der Kriegshandlungen zurückgeschickt werden sollen oder zurückgehen sollen. Jetzt kriege ich hier ein Papier unter die Finger von der Europäischen Kommission vom 13. Juli 2016, wo von einer neueuropäischen Neuansiedlungspolitik die Rede ist. Und das finde ich doch ein starkes Stück. Also lügen Sie uns hier nur was vor. Ist das der Grund, warum Sie nie von Ihrer Migrationsagenda abweichen? Dass es im Hintergrund längst Papiere und Beschlüsse der Europäischen Kommission gibt, diese Leute in ganz großem Stil geplant und strategisch anzusiedeln. Und hier geht es auch darum, schrittweise unsere gemeinsamen Neuansiedlungszusagen zu erhöhen. Aha, es gibt also schon Neuansiedlungszusagen. Wem denn gegenüber? Das ist eine sehr gute Frage. Wem denn gegenüber gibt es diese Neuansiedlungszusagen? Man merkt schon auch, dieses Papier hält sich so ein bisschen im Wagen. Also es ist im Prinzip an ein Publikum gerichtet, das diesen ganzen EU-Sprech schon kennt und das sozusagen diese Informationen, die hier gegeben werden, interpretieren kann. Der Hammer kommt aber gleich. Zur Unterstützung der Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der gezielten EU-Programme stellt die Kommission für jede neue angesiedelte Person 10.000 Euro aus dem EU-Haushalt zur Verfügung. Und das heißt also, wenn man dieses EU-Sprech richtig interpretiert, bekommt jeder Staat oder jede Kommune oder jedes Land in Europa, das eine Person aus dem Ausland neu ansiedelt, 10.000 Euro Kopfgeld als Belohnung oder als erste Unterhaltsmaßnahme oder als Anreiz, je nachdem, wie man das interpretieren will. Die Europäische
Kommission mit der europäischen Migrationsagenda liegt dort schlug eine umfassende Strategie vor. Also es gibt eine richtig umfassende Strategie. Ja, es war ja, wie gesagt, alles rechte Hetze früher, wenn man gesagt hat, das ist eine Strategie, da ist eine Agenda dahinter. Nein, die das dann behauptet haben, das waren ja alles Nazis. Ja. Hier steht es doch alles schwarz auf weiß. Ja. Was hier auf uns zukommt. Ne? Ah, also eine umfassende Neuansiedlungsstrategie gibt es hier, ja. Und man will also diese Flüchtlinge benutzen, um hier Europa zu besiedeln. Da muss ich mal eins dazu sagen, also Deutschland zum Beispiel, wir sind ja hier nicht in Australien oder in Kanada, sondern in einem der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Also was soll diese Neuansiedlung, wenn ich mal fragen dürfte? Also wie gesagt, ein interessantes Dokument. Das Ganze wird natürlich von der Europäischen Kommission, von Kommissaren erstellt, die keine Sau gewählt hat. Ja, die sind nicht demokratisch legitimiert. Ja, man kann davon der Demokratie halten, was man möchte. Aber es gibt ein Scheinparlament, ja, dieses EU-Parlament. Ansonsten hat niemand einen Einfluss auf die Kommissare, also wer das ist und so weiter. Aber es ist ja nicht nur die Europäische Kommission, die sich hier um Umsiedlungs- oder Neusiedlungs-, Neuansiedlungsmaßnahmen kümmert, sondern es gibt ja auch noch die UNO, also die Ebene darüber. Und auch da beschäftigt man sich mit Migration. Und da gibt es ein Papier, das auch schon etwas Aufsehen erregt hat, von der Abteilung Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen mit dem Titel Bestandserhaltungsmigration, eine Lösung für abnehmende und alternde Bevölkerungen. Ja? Also könnte diese Migration, diese Zuwanderung eine Lösung für Bevölkerungen sein, die einfach schrumpfen oder stagnieren. Jetzt lese ich aber immer nur Migration. Wie kommt denn das eigentlich? Gab es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Also kann man wirklich, wenn eine Bevölkerung schrumpft, nur Einwanderer ins Land holen? Ist das nicht merkwürdig? Oder anders gesagt, jemand, der bei einer schrumpfenden Bevölkerung nur von Migration und Zuwanderung redet, aber nicht von Geburtenanreiz für die einheimische Bevölkerung, der will ganz klar diese Bevölkerung austauschen. Er will nämlich keinen eigenen Nachwuchs, sondern er will Migranten von außen. Darum geht's hier. Jetzt habe ich noch ein interessantes Video gefunden. Das ist also der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varoufakis. Mal sehen, was er da so sagt. Europa muss sich seiner Geschichte bewusst werden. Über hunderte Jahre haben wir Europäer nach Amerika, Australien, Asien und Afrika exportiert. Wir haben kolonisiert, ganze Völker ausgerottet und die Welt übernommen. Und das war Teil des großen europäischen Exodus. Die Demografie des Planeten ändert sich nun. Europa wird nun zu einem großen Teil durch Menschen von außerhalb Europas wiederbesiedelt. Wir sollten das besser akzeptieren. Also Leute, Europa wird ganz einfach von anderen aus anderen Teilen der Welt wiederbesiedelt und das sollten wir einfach akzeptieren. Von Flüchtlingen oder so redet dieser Mann hier gar nicht, er redet von Siedlern. Ja, Deutschsein bedeutet in Zukunft einen Migrationshintergrund zu haben. Was bedeutet Deutschsein in Zukunft? Nicht mehr auch durch Ton, blaue Augen, helle Haare und ja, wir sind alle Deutsch, sondern Deutsch bedeutet auch ein Kopftuch tragen, rotes was weiß ich was zu tragen, dunkelhaarig zu sein oder wie auch immer zu sein. Das bedeutet heute Deutschsein. Und das ist das, was hinter dieser verlogenen Frau Merkel wirklich steckt. Ich grüße Sie von der Heimatfront. Ja, eins noch, bitte unterstützen Sie mich hier auf meiner Website wisniewski.de. Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, hier ist ein Link, da finden Sie alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Manche davon kosten Sie keinen Cent extra. Zum Beispiel, wenn Sie Bücher über meine Website kaufen. Hier finden Sie auch meine neuesten Bücher, wie zum Beispiel Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 und Ungeklärt, Unheimlich, Unfassbar 2016 nicht zu vergessen. Das Buch mit den spektakulärsten Kriminalfällen des letzten Jahres. Gut, dann sage ich vielen Dank erstmal von der Heimatfront und